Das Freihandelsabkommen wird für die großen Unternehmen insbesondere Vorteile durch den Zollabbau bringen. Das sind die Unternehmen, die die größten Umsätze im Ausland erzielen, und sie werden profitieren, wenn sie auf ihre Exporte dann keine Zölle zahlen müssen, beziehungsweise auch auf ihre Importe. Für die kleinen und mittelständischen Unternehmen werden sich die Vorteile insbesondere durch den Abbau der sogenannten nichttarifären Handelshemmnisse ergeben. Das sind Handelsbarrieren, die daraus resultieren, dass unterschiedliche Produktvorschriften, unterschiedliche Zulassungsverfahren, Kennzeichnungen in Europa und den Vereinigten Staaten gegeben sind. Diese nichttarifären Handelsbarrieren, sie wirken in etwa wie ein Zoll in Höhe von 20%, und die kleinen und mittelständischen Unternehmen sind insbesondere diejenigen, die es sich nicht leisten können, in vielen Fällen ihre Produktionslinie komplett umzubauen, um eben einen kleinen Unterschied in den Produktstandards zu berücksichtigen.